Einen schönen guten Tag zusammen. In den Münchner Sporthallen ist derzeit wirklich was geboten. Ein paar Kilometer nördlich von hier in der Olympiahalle die 34. Münchner Six Days und hier in der Rudi-Sedlmayer-Halle das Rock'n'Roll World Masters 1997. 50 internationale Paare sind hier vertreten, darunter auch die Vize-Europameister und Lokalmatadoren aus Augsburg, Heiko Bartsch und Claudia Hekers. Schnallen Sie sich an zu Hause, damit Ihnen nicht schwindelig wird von den Überschlägen. Unsere Kommentatorin hier ist Gabriele Bock. Zwei amerikanische Straßenkreuzer gehören zum Bühnenbild. US-Stil der 50er Jahre, das schafft natürlich Rock'n'Roll-Atmosphäre. Insgesamt 14 Nationen hatten sich qualifiziert, waren angetreten, das sehen Sie hier an den Flaggen, die hereingerollt werden. Nur vier schafften dann den Sprung in die Endrunde, in das Finale der letzten sieben Paare, und die wollen wir Ihnen nun zeigen in der nächsten halben Stunde. München ist eines der wichtigsten Turniere der Rock'n'Roll-Szene, besonders in diesem Jahr, denn es ist das letzte Turnier vor den Weltmeisterschaften, die ja in zwei Wochen in den Niederlanden stattfinden. Und da ist es natürlich richtig spannend im Vorfeld. Drei deutsche Paare hatten sich für das Finale qualifiziert. Ein toller Erfolg. Und die Endrunde besteht ja insgesamt aus zwei Choreografien. Und das Programm beginnt mit der Fußkür, die dauert eine Minute. Und die Inhalte sind tänzerische Elemente, Kreativität und Ausdruck. Und das erste Paar hier auf dem Parkett sind Claudia Hekers und Heiko Bartsch, die Lokalmatadoren, wie Marianne Kreuzer bereits sagte, aus Augsburg. Ja, diese beiden sind die 35. der Weltrangliste, aber das täuscht, denn Claudia Hekers und Heiko Bartsch sind die Shooting Stars dieses Jahres. Zu ihnen gibt es eine überaus witzige Geschichte. Beide haben schon Jahre im Rock'n'Roll-Sport-Wettbewerbe getanzt mit Partnern. Dann allerdings haben beide ihre Karriere beendet und trafen sich irgendwann als Rock'n'Roll-Touristen in Bratislava zu einem anderen World Masters Turnier. Und dort haben beide so mehr im Scherz festgestellt, wir beide könnten es doch einmal miteinander probieren. Das haben sie getan, und genau vor sieben Monaten ist dann Claudia nach Augsburg gezogen und seitdem trainiert sie mit Heiko. Und was dabei herauskommt, schauen Sie selbst. Tolle Übungen, ein tolles Paar, und die beiden haben einen super Erfolg bereits vor vier Wochen bei den Europameisterschaften Platz 2 belegt. Wechsel im Rock'n'Roll-Lager ist kein nichts Ungewöhnliches, allerdings natürlich nur auf sportlicher Ebene. Und diese beiden, erneut ein deutsches Paar. Andreas und Beate Wolf, sie sind fast überall die Publikumslieblinge. Spannung herrschte jetzt im Saal bei den Insidern, denn man wusste, die beiden zeigen eine neue Fußkür. Dahinter steckt eine unglaubliche Arbeit. Neue Musik, neue Kostüme, neue Choreografie, und alles muss miteinander passen. Und die Frage ist immer, wie kommt diese Choreografie an? Andreas und Beate Wolf gehören seit Jahren zur Spitze der Rock'n'Roll-Szene. Wichtig ist im Vorfeld, wird natürlich hier abgecheckt, was können die Paare, was leisten sie, wie sehen die neuen Übungen aus. Und das Witzige ist, dass hier zu diesem Turnier in München auch schon bei der Europameisterschaft die beiden ganz, ganz großen Favoriten auf den WM-Titel, nämlich Hartmann Fenkel und die amtierenden Weltmeister Wetscherowa-Kolb, nicht antreten. Das hier, ein Riesengag, ein eingeschweißter Magnesiumbeutel im Ärmel, das macht natürlich was her. Das Publikum war begeistert von dieser Kür, und die beiden Wölfe, das Ehepaar, hat schon mal herausgelassen, was an Neuem bei den Weltmeisterschaften von ihnen zu erwarten ist. Die anderen, wie gesagt, halten damit noch hinter den Berg, sind nicht angetreten. Sie wird man erst bei den Weltmeisterschaften in zwei Wochen sehen. Das dritte deutsche Paar in diesem Finale, Ingrid Rieck und Horst Noll. Back in the race.
Die beiden sind die 9. der Weltrangliste und tanzen für den Rock'n'Roll Club Petticoat Schwäbisch Gmünd, tanzen seit 1991 zusammen. Er ist Werkzeugmacher und sie Großhandelskauffrau. Der Startplatz innerhalb des Wettbewerbes ist übrigens reiner Zufall, also wer zuerst rankommt oder wer zuletzt startet, das ermittelt der Computer. Ganz kurz für Sie noch einige Hinweise zur Wertungsgrundlage der Fußkür. Da zählt zum einen Fußtechnik, hohe Kicks sind gefragt, dann die Tanzfiguren, 2 Punkte gibt es dafür, die Choreografie und die Präsentation, also der Ausdruck. Das alles wird zusammengezählt, auch für die Akrobatikkür gibt es dann noch Punkte und das alles zählt dann zum Gesamtergebnis. Jetzt aber wurde es richtig spannend, denn diese beiden haben vor 4 Wochen überraschend die Europameisterschaft gewonnen. Die beiden Spanier, Monica Martinez und David Philipp. Was diese zeigen, ist spanische Folklore, spanische Eleganz, brandneu, diese Fußkür. Und sie kamen als Lucky Loser in dieses Finale, waren in der letzten K.O.-Runde ausgeschieden, konnten sich allerdings durch diesen Wertungsmodus noch einmal für diese Endrunde qualifizieren und haben natürlich jetzt alle Chancen gegen ihre großen Konkurrenten, gegen das Ehepaar Wolf hier durchzuziehen und diese beiden Paare kämpfen mit Sicherheit um den Titel hier in München. Eine fehlerlose Kür mit viel Temperament und Esprit, spanisch eben. Diese Fußkür kam gut an beim Publikum. Und das ist das erste russische Paar in der Endrunde. Dinara Bedredinova und Andrei Bardanov, die 10. der Weltrangliste. Insgesamt 2 russische Paare haben diese Endrunde erreicht. Das 3. Paar hatte nicht ganz so viel Glück. Sie wissen vielleicht, vor diesem Finale treten die Paare ja gemeinsam auf in K.O.-Runden und da wirft man sich dann gegenseitig heraus. Und Dinara Bedredinova und Andrei Bardanov haben ihre befreundeten Konkurrenten ebenfalls aus Moskau, Oleg Kustov und Irina Kustova, die 2. der Weltrangliste, herausgeworfen und stehen jetzt hier im Finale. Für die beiden ein toller Erfolg. Diese beiden kommen aus Frankreich, Clarisse Solb und Michael Anguera. Sie sind die frisch gebackenen französischen Meister. Dass diese beiden für Frankreich starten, ist keine gewöhnliche Geschichte. Eigentlich ist er Spanier und um die Verwirrung komplett zu machen, die beiden haben auch schon für Kanada auf dem Parkett gestanden. Sie ist allerdings Französin, Clarisse nämlich, und irgendwann dann hat man die Nation gewechselt und nun stehen sie beide für Frankreich, für einen neu gegründeten Dachverband auf dem Parkett. Michael Anguera ist ein begnadeter Tänzer, hat sehr viel Dynamik und sie, Clarisse, muss oft sehr konzentriert arbeiten, um bei seinem Tempo mitzukommen. Das sind die 7. im Fußkürfinale.
aus Russland, aus Moskau, ebenso wie die anderen Paare Elena Rukusujewa und Vyacheslav Lobkov. Ein tänzerisch sehr begabtes Paar, achten Sie darauf, es läuft alles ganz, ganz leicht. Die Übungen, die Bewegungen fließen. Dieses Paar ist schon seit Jahren im Rock'n'Roll aktiv. Sie waren eigentlich mehr oder weniger die ersten Profis aus dem Osten. Er tanzt seit 1986. Elena ist seine zweite Partnerin. Die beiden haben auch schon sehr viele Showturniere getanzt, denn irgendwie müssen sie diesen teuren Sport ja finanzieren. Und die Wettbewerbe finden nun mal in Westeuropa statt, also da fallen Fahrtkosten an. Meistens trainieren sie sich auch alleine, das heißt, es gibt keinen Trainer. Vyacheslav ist mehr oder weniger Manager, Trainer und Masseur, alles in einem. Eine schöne Kür, das Tänzerische liegt ihnen einfach. Viel Rhythmus, viel Ausdruck, es macht Spaß zuzuschauen. Jetzt aber, nach dieser Fußkür, die offene Wertung. Es gibt Platzziffern für alle Paare, die allerdings nur die Reihenfolge für die Akrobatikkür anzeigen. An erster Stelle, toller Erfolg für diese beiden Deutschen, nämlich Beate und Andreas Wolf, dann Clarisse Solp und Michael Anguera, eher überraschend. Zweiter Rang also nach dieser Fußkür, zumindest was die Platzziffern anbetrifft. Und die Ersten der Europameisterschaft aus Spanien, also Monika Martinez und David Felipe, werden Dritte. Einmal die Eins haben die Wertungsrichter gezogen, dreimal die Zwei, einmal die Drei und zweimal die Vier, bei allem, wie gesagt, wie immer Meinungsvielfalt und die beiden anderen deutschen Paare, nämlich Claudia Heckers und Heiko Bartsch auf dem Sechsten und Ingrid Rieck und Horst Noll sind Siebter, dürfen aber dafür jetzt als Erste starten, nämlich in der Akrobatikkür. 2 Minuten lang ist die und hat 8 Höchstschwierigkeiten. Ein unglaubliches Unterfangen. Der erste Doppelsprung wunderbar gelungen. Darauf kommt es nämlich an. Doppelsprünge, Doppelseite zu zeigen. Und die werden natürlich meistens am Anfang der Übung eingebaut. Denn dort haben die Paare noch die meiste Luft. Da gab es einen kleinen Fehler bei Ingrid Rieck und Horst Noll. Aber ich denke, das Programm läuft super. Für Ingrid Rieck und Horst Noll war es schon ein toller Erfolg, das Finale zu erreichen, obwohl ihnen das in letzter Zeit immer mehr gelingt. Denn es ist wichtig für die Weltranglistenpunkte. Sie stehen ja an 9. Stelle und dieses Turnier in München wird mit dem Faktor 1,4 bewertet. Das ist so ähnlich wie im Tennis. Das heißt, bei wichtigen Turnieren gibt es einfach mehr Punkte und da können sie sich in der Weltrangliste ein bisschen nach vorne schieben. Und das zählt natürlich auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Noch einige Informationen für Sie zur Wertung. Es gibt ja insgesamt 8 Akrobatikteile. Dafür gibt es dann 10 Punkte vom Wertungsgericht. Es zählt aber auch hier die Fußtechnik. Es zählen die Tanzfiguren, die Choreografie und der Ausdruck. Und da unterscheiden sich natürlich die Spitzenpaare, denn die schaffen es immer noch bei all diesen Höchstschwierigkeiten, wo einem wirklich die Puste wegbleibt, noch Ausdruck und Tanzfiguren entsprechend aufs Parkett zu bringen. Hier noch einmal die ersten Sprünge in der Zeitlupe der Doppelseite. Da gab es diesen kleinen Ausrutscher, da hat Horst sie nicht früh genug abgestoppt, hat sie überdreht. Und hier diese Akrobatik-Kombination. Das haben sie lange trainiert, noch in der Aufwärmhalle vor dem Wettbewerb. Und es sieht alles so spielerisch aus, aber manchmal spürt man es, wenn die Damen mit Pfeffer auf dem Boden landen, wie schwer doch das alles ist. Die zweiten
In dieser Akrobatikrunde sind Claudia Heckers und Heiko Bartsch. Und vielleicht können sie sich ja noch verbessern. Man muss es einfach nochmal sagen, es ist unglaublich, was diese beiden leisten. Es ist immerhin erst das dritte internationale Turnier in ihrer Karriere und sie sind bereits wieder, also auch zum dritten Mal stehen sie im Finale. Was diesen beiden noch ein bisschen fehlt, ist die ausgefeilte Choreografie, im Grunde auch eine entsprechende Musik, die auf die beiden abgestimmt ist. Aber da sie eben erst seit 7 Monaten zusammen trainieren und das alles relativ schnell gehen musste, haben sie natürlich auf feststehende Übungsfolgen zurückgegriffen. Und sie müssen natürlich dann nach den Weltmeisterschaften so ein bisschen daran arbeiten, sich ein ganz eigenes, ein typisches Programm zusammenzustellen. Denn davon lebt es natürlich, dieses Rock'n'Roll-Tanzen. Fehlerlos, das ist die Hauptsache. Viel Applaus von den 3500 Zuschauern in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Und das, was die beiden machen, sie arbeiten noch an den Doppelsprüngen. 2 haben sie im Programm, 2 planen sie auch für die Weltmeisterschaft. Dieser hier hat wunderbar funktioniert. Claudia ist ja eigentlich Turnerin und da sieht man, sie hat es gelernt, ihren Job. Und man darf gespannt sein, wie sie sich bei den Weltmeisterschaften bewähren. Jetzt aber noch einmal die Nara Bedredinova und Andrei Bardanov, die beiden Russen aus Moskau. Und das darf ich Ihnen schon sagen, die Nara ist... vor dem Wettbewerb in der Trainingshalle steht und beobachtet die Trainingssprünge, dann entdeckt man auch, dass die beiden Paare, also die beiden Tänzer manchmal aufeinander knallen bei den Sprüngen. Also das heißt, wenn er sie fängt, dann touchiert sie schon mal mit dem Schlüsselbein oder mit der Hüfte seinen Brustkorb und dann dürfen die Tänzer natürlich mal Aua sagen. Im Wettbewerb geht das alles gar nicht. Da muss Leichtigkeit aufs Parkett gezaubert werden und dann muss man eben auch so einen kleinen Flop durchstehen, das heißt, wenn man sich gegenseitig touchiert, übergeht man das einfach. Tausendfach trainiert, super saubere Sprungfolgen, nur fliegen ist schöner im Rock'n'Roll. Hier noch einmal Zeitlupenstudie, das war eine Doppelschraube, die springt die Nara als einzige bei den Rock'n'Rollern und das eine herrliche Akrobatikkombination. Die beiden sind, Sie werden das unschwer erkennen, russische Akrobatikmeister gewesen. Und jetzt noch einmal Elena Rokossojewa und Vyacheslav Lobkov. Ganz leicht.
Sie waren die Ersten, die diese tänzerischen Elemente in der Akrobatikkür so ausgefeilt präsentiert haben. Und Sie haben mit Sicherheit den Verdienst, das in der Szene eingeführt zu haben. Aber Václav hat es nicht ganz so einfach mit Elena wie André mit Dinara. Denn Elena ist ein bisschen schwerer und das ist so das Handicap dieses Paares. Sie haben lange Zeit, nämlich 94 und 95, die Weltrangliste angeführt, sind aber in den letzten Jahren leider zurückgefallen. Traumkurs. Es macht viel Spaß, den beiden zuzuschauen und die Musik der beiden ist fast ein Evergreen in der Rock'n'Roll-Szene. Tja, es hapert ein bisschen an den Höchstschwierigkeiten. Das war der Todessturz und hier sieht man beim Doppelsalto, er hat schon gut zu tun, dass er Elena noch auffängt. Jetzt aber die amtierenden Europameister. Jetzt wird es richtig spannend, denn die beiden müssen jetzt eine Vorgabe geben. Das heißt, es muss ihnen einfach alles gelingen, um auch einen Schwerpunkt zu setzen, denn die Wölfe, das Ehepaar, kommt erst nach ihnen und die müssen dann die Vorgabe versuchen zu verteidigen. Zwei Doppelseite, das war wichtig am Anfang und die beiden können kämpfen, das haben sie bewiesen. Ihr Musiktitel, übrigens ein Medley, ein Potpourri, interessanter und bekannter Rock'n'Roll-Musiken. So eine Art Verbeugung vor den Erfolgen anderer Paare, denn man kennt sie, diese Titel, es sind regelrechte Ohrwürmer. Toll getanzt, eine echte Vorgabe für das Ehepaar Wolf. Danach müssen sie sich ausrichten. Es hat alles geklappt, fehlerlos. Hier noch einmal in der Zeitlupe sehen Sie den Doppelsalto vorwärts, sauber gelandet. Und den Propeller schnell gedreht, aber die beiden können es noch viel, viel länger, als sie es jetzt hier in dieser Akrobatikkür zeigen. Das werden Sie später noch sehen. Die vorletzten Starter
In der Akrobatikrunde sind Clarisse Solb und Michael Anguera aus Spanien. Und bei diesen beiden kann man sagen, neue Frisur, neues Glück. Denn das ist es, was die beiden im Rock'n'Roll-Sport eingeführt haben. Gefärbte Haare. Vor ungefähr anderthalb Jahren tauchten sie auf, völlig blond. Dann versuchten sie es in schwarz. Wahrscheinlich waren sie mit beidem nicht zufrieden, denn jetzt haben sie so eine Mischung ausprobiert. Das heißt, sie treten jetzt an, frisurenmäßig gecheckt. Michael ist eigentlich ein Konditionswunder, aber so ganz fit sind die beiden in München denn doch nicht. Denn eigentlich wollten sie in München gar nicht an den Start gehen, da beide gerade eine Tanzschule gründen. Das heißt, sie werden ihre berufliche Zukunft in den nächsten Monaten ausbauen und sichern. Aber nachdem sie die französische Meisterschaft mehr oder weniger überraschend gewonnen haben, haben sie gesagt, jetzt wollen wir es wissen und sind in München angetreten und ich denke mit guten Leistungen. Aber man wird sehen, wie weit sie bei den Weltmeisterschaften in den Niederlanden kommen. Eine wunderbare Kür, aber jetzt galt es für Beate und Andreas Wolf. Die standen schon hinter den Kulissen, waren schon völlig aufgeregt. Diese Nervosität spürte man förmlich. Auch ihre Akrobatikkür ist völlig neu. Weltpremiere. Und da fragt man sich natürlich immer selbst, klappt es oder klappt es nicht? Bundestrainer, Trainer, alle saßen sie hinter den Banden, fieberten mit. Der erste Doppelte hatte geklappt. Super. Und man hoffte natürlich, dass es jetzt laufen würde. Bei der EM gab es ja für die beiden einen Patzer, sowohl in der Fußkür als auch in der Akrobatikkür. Das heißt, die beiden waren so ein bisschen gehandicapt, denn man muss erst das überstehen und achten Sie nun auf seine Füße. Nach dieser Akrobatik nämlich gab es ein Problem für Andreas. Da ist er, ein Taktfehler. Er blieb förmlich stehen. Als unbedarfter Zuschauer erkennt man es natürlich kaum, aber die Wertungsrichter, die sehen es sofort. Und das ist natürlich bitter. Da wissen die beiden natürlich, das wird er gewesen sein, der Sieg bei diesem Turnier in München. Das heißt, die Spanier werden wahrscheinlich an diesen beiden vorbeiziehen. Das ist natürlich ärgerlich, denn es gibt Gerüchte um die beiden, dass das ihre letzte Saison sein wird. Beate und Andreas haben einen dreijährigen Sohn und die viele Arbeit, das viele Trainieren, das man in diesen Sport hineinstecken muss, sich natürlich irgendwo rentieren. Und die beiden hoffen natürlich, dass sie bei den Weltmeisterschaften noch einmal mit auf dem Treppchen stehen, vielleicht sogar eine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Tolle Kür, aber leider ein Taktfehler. Hier noch einmal die Zeitlupenwiederholung. Es fing alles so toll an. Aus dem Bitterini sitzt der doppelte Salto vorwärts. Der erste Sprung klappte super. Da gab es Freudenschreie in der Halle. Doch dann nach dieser Akrobatik-Kombination verlor Andreas den Takt und blieb sekundenlang stehen. Hier sehen Sie es genau. Und das war dann natürlich ein
enormer Patzer, der sich natürlich in der Endwertung entsprechend niederschlägt. Tja, die Wölfe waren enttäuscht. Sie wussten, der Titel ist weg. Und die Wertung für die Spanier ganz klar. Sie hatten das World Masters Turnier gewonnen in München. Fünfmal die Eins, zweimal die Zwei. Eine gute Ausgangsposition für die Weltmeisterschaft. Die Franzosen, die Wertung für die Franzosen ganz knapp, aber es ist Platz 3. Und damit war eigentlich mehr oder weniger klar, dass für das Ehepaar Wolf nur Platz 2 übrig blieb. Andreas musste sie an der Hand nehmen, Beate nach vorne zerren. Also fünfmal die 2, zweimal die 1. Schade, aber diesen Patzer muss man einfach schnell vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Beate und Andreas, zum zweiten Platz. Ihr habt super getanzt. Schade nur wegen dieses Taktfehlers in der Akrobatikkür. Was schießt einem da eigentlich durch den Kopf? Oh, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber ja, es ist schon ärgerlich, weil man kann es ja nicht wieder gut machen. Es ist nicht wie beim Fußball, dass man dann einfach nochmal ein Tor mehr schießt. Es ist halt einfach der Fehler da und kann man nicht mehr wegzaubern. Andreas, weiß man da in diesem Moment, dass das der Sieg sein könnte? Ja, ganz klar. Also wir haben gewusst, wir sind gut drauf. Mit dem ersten Platz in der Fußtechnik sind wir gut vorne gelegen und mit einer fehlerfreien Akrobatikkür wären wir mit Sicherheit Erster geworden. Das denke ich auch, ja. Nur hattet ihr heute Weltpremiere mit eurer Akrobatikkür. Kam die vielleicht zu früh? Nein, es war beabsichtigt, dass wir jetzt, das war ja das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft, dass wir das einfach vorher nochmal als Generalprobe nehmen. Und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass es schief gegangen ist, denn die Generalprobe sollte ja eigentlich schief gehen, damit das dann auf der Weltmeisterschaft klappt. Das hat es ja schon oft gegeben im Rock'n'Roll-Lager. Nun gleicht ja das Vorfeld der Weltmeisterschaft so ein bisschen einer Pokerrunde. Eure großen Konkurrenten Vetcherova Kolb und Hartmann Fenkel haben sich noch nicht blicken lassen. Was planen die da eigentlich hinter den Tourkulissen? Gibt es da Überraschungen? Ja, bei Fenkel Hartmann wissen wir das natürlich, weil wir ja zusammen auf Kaderschulungen sind. Da wollen wir ja aber nichts ausplaudern. Und bei Kolb Vetcherova, da wissen wir nichts. Sind sie nicht fit oder wollen sie noch auf hinterm Berg halten? Wir wissen es nicht. Andreas, habt ihr noch irgendwelche Überraschungen im Ärmel für die WM? Ja, wir wollen noch in der Akku einzulegen zur WM und das wird nochmal so der Höhepunkt dann sein. Hoffentlich haben die Konkurrenten das jetzt nicht gehört, damit ihr die auch noch ein bisschen verunsichert bei den Weltmeisterschaften. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und danke. Und dann standen die glücklichen Sieger auf dem Treppchen. Es gab nach vielen Küsschen auch viele Geschenke. Und Andreas und Beate Wolf haben sich auf jeden Fall für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Auch Riek Knoll und Hacker Spartsch wird man in Holland sehen. Claudia und Heiko haben sich dann noch auf Platz 5 vorgeschoben. In der Weltrangliste übrigens von dem 35. auf den 17. Rang. Und Riek und Horst Knoll belegten den undankbaren 7. Platz, machten aber auch einen Sprung in der Weltrangliste vom 9. auf den 7. Platz. Hier noch einmal die Ergebnisse im Überblick. Die amtierenden Europameister Martinez Philipp gewinnen das World Masters Turnier in München vor dem Ehepaar Wolf aus Gammeringen. Dann die Franzosen Clarisse Solb und Mikhail Anguera vor Dinara Bedredinova und Andrei Bardanov aus Russland. Claudia Heckers und Heiko Bortsch, wie gesagt, 5. Elena Rukosojeva und Vatcheslav Lobkov sind 6. und Riek Knoll auf Platz 6. Das war's von hier aus der Rudi-Sedlmayr-Halle. Ich denke, wir haben tollen Rock'n'Roll-Sport gesehen. Nicht vergessen, heute Abend geht's weiter mit Sport im bayerischen Fernsehen. Ab 22 Uhr die Sporttribüne mit Zweitliga-Fußball. Und wir verabschieden uns von hier mit dem Tanz der Sieger. Wieder schon.
Tonight.